democracy is not a spectator sport. Democracy is you. And if we stand together and we do not allow demagogues to divide us up by the color of our skin or where we come from or our religion, we can have an extraordinary future. And your generation worldwide can help make that happen. Thank you all very much. Ein Fotocall. Mhm. Ja, das könnt ihr den Fotografen sagen. Bernie ist wo? Bernie kommt 10 Minuten vorher mit Juliane. Juliane ist also die ganze Zeit nicht da. Ja. Die kommen ganz knapp vorgefahren und kommen, ihr seht hier die, den Ort, die kommen wirklich zur Seite rein. Okay. Wir kommen aus dem Wirkraum, das heißt, wir kommen von hinten vorne durch. Ja, aber er sitzt auf alle Fälle da und die Fotografen werden ihn auf und abschießen. Mhm, ja, genau, das war meine einzige Frage. Genau. Und das Nordamerika-Institut haben eine Veranstaltung im Vorfeld schon gemacht, beziehungsweise machen die an dem Tag? Haben die schon gemacht. Wo Fragen gesammelt wurden von den Studenten, die nimmt Christoph Arment mit und versucht ein oder zwei von diesen Fragen noch zu platzieren. Das kommt ein bisschen darauf an, wie lange er mit ihm sprechen kann. Genau, und Christoph Arment übrigens freut sich, wenn du morgen irgendwas rausbekommst über seine Rede, also dass er grob sagen würde, wenn man das ihm direkt weiterleitet. Und wieso wissen wir nichts darüber, was er für eine Rede hält? Die sagen, das wird kurzfristig geschrieben. Ja, vielleicht schreibt er es selber, er ist im Flieger. Seine Frau sagte, er weicht auch gerne ab von seinen Reden. Very nice. Jo. Vielen Dank, Bettina. Soll ich gelaufen? Nein, aber. Ein bisschen aufpassen. Nee. Wollen wir jetzt zuschauen? Ja. Kuschelig. Meet the colleague. Da endlich. Einmal für Bernie TV bitte, ein Statement. Genau. Beeindruckend. Ich finde auch. Ganz ungeahnte Fähigkeiten hier. Also nachher, wenn die ganzen Studierenden kommen und auf Bernie Sanders warten, haben wir hier unseren Bernie aufgebaut. Und da kann dann jeder draufschreiben, was ihre Revolution ist. Und unter den originellsten Fotos verlosen wir dann 5 Bücher. Was ist deine Revolution? Überall Kaffee umsonst. Was ist deine Revolution, Julia? Meine Revolution? Gemeinsam sind wir stark, das zeigen wir doch heute auch, oder? Freien Eintritt ins Freibad für alle Kinder unter 18 Jahre. Okay, noch ein ernsthafter Gedanke. 4-Tage-Woche für alle. Dann ist auch gut, weil die anderen werden wahrscheinlich so Mini-Kameras haben. Dann können sie dann fast hier hinsetzen und filmen. Läuft alles nach Plan? Läuft alles nach Plan. Wir freuen uns auf unseren Autor. Wir haben alle Plätze reserviert, Kamerastandpunkte verteilt, Listen abgeglichen. Jetzt wird noch Obst gekauft. Maike, komm mal her, ich reise. Und dann kann's losgehen. Ja, guten Tag erstmal. Mein Name ist Emanuel Coloris von der FU. Die FU macht zusammen mit dem Ullstein Verlag. Hier vertreten von Herrn Stelter. Umgekehrt. Andersrum, genau. Ladies first, Frau Kasten, Entschuldigung. Und Herr Stelter vom Zeit Verlag. Wenn irgendwelche Probleme auftauchen, sind wir Ihre ersten Ansprechpartner.
Spannend wird dann nachher, wenn wir die Reserviertschilder wegnehmen. Da würde ich Sie eventuell dann so ein bisschen rumschicken, sagen, schnell da die Schilder wegreißen oder da die Schilder wegreißen, weil das ist so ein bisschen ganz kurz vorher, ist das, dass was spannend wird, dass vorne alles voll ist, aber auch alle Ihren Gäste ihre Plätze bekommen. Wenn unten zugemacht wird, gehen die Hostessen, kümmern sich um andere Sachen, die Ordner sorgen dafür, dass keine anderen Leute mehr reinkommen und bleiben dann dort. Der ist sehr diskussionsfreudig, also... Aber das könnt ihr das, entscheiden. Das ist, also unser Moderator kann sehr gut mit diesen Situationen umgehen und solange sich das im Rahmen bewegt und die Veranstaltung nicht wirklich zu zerstören droht, tolerieren wir eine ganze Menge. Weil das er freut sich sehr auf die Studenten, das hat er uns heute Morgen immer gesagt. Er findet es wirklich eine coole Sache. Du kennst dich aus damit, du kannst dich nicht dumm machen. Und außerdem, wenn der Typ mit der Schulterkamera oder Handkamera sich bewegen darf, ist das ja okay. Ja, alles gut, ja. Genau. Ich habe jemanden angerufen und ich weiß nicht mehr. Ist nicht mehr lang, seid ihr schon aufgeregt? Ja, so ein bisschen. Der Blutdruck steigt, die letzten Vorbereitungen laufen, aber es sieht gut aus, wir freuen uns. Von noch 5 Minuten und dann ist Einlass. Und jetzt ist schon die Schlange so lang. Und wir warten 8 Kamerateams und noch keines ist da. Es wird eine Schlägerei werden. Ich habe Sorge. Nach oben schicken. Aber bist du schon nervös oder so? Oder alles ganz cool? Weißt du, was du fragst? Nein. Die Momente vorher sind natürlich immer die fiesesten, oder? Die 5 Minuten direkt vorher. Aber ich freue mich eigentlich drauf. Und du hast, glaube ich, auch Fragen von den Studenten irgendwie mitbekommen, ist ja, das richtig? Ja. Und was fragen die so? Sie fragen natürlich, weil es Studenten sind, die einen Kurs machen in Democracy in America. Zum Beispiel, ob das Electoral College verändert werden sollte, also ob das Wahlverfahren geändert werden sollte. Und sie wollen von ihm auch wissen, ob er glaubt, dass eine dritte Partei sich langfristig in Amerika etablieren könnte. Wo wart ihr gerade? Wir waren unterwegs. Wir haben die schönen Seiten von Berlin gesehen. Wir gehen mit ihm raus und setzen uns vorne hin. Er geht jetzt direkt raus auf die Bühne. Oder wir müssen Er setzt sich hin. Ne? Wir gehen Mittelgang durch, nach vorne, setzt sich hin. Okay. Yes, you have questions in front of the audience. Yes. Wait, no, this looks ridiculous. Let's put this back. Looks ridiculous. Yeah. Okay, let's do it. About 6 weeks ago, we published a book called Hillbilly Elegy by J.D. Vance. It's a memoir about growing up in a poor industrial town in the American Midwest. Now, this week, we're proud to publish Bernie Sanders' book, Our Revolution. And reading those two books back to back somehow made it feel as though
they're speaking to each other. Our revolution explains what it is in a society that makes someone like J.D. Vance and his family feel the way they do. And it makes clear what we ought to change if we want to live in a society where people can reasonably take charge of their own lives. Schau dir den Livestream. Ja. Erzähl mir doch mal, wie war denn dein Tag mit ihm? Eigentlich war es ganz entspannt, es hat alles gut geklappt. Wir waren super in der Zeit, bis zu dem Moment, als wir losfahren wollten zur Veranstaltung. Sie kamen nicht aus ihrem Zimmer, dann kamen Bernie und Jane und der Dritte im Bunde war noch nicht da und kam und kam und kam nicht. No matter what Trump may say or do, do not think that the people of the United States are turning their backs on this crisis. Halb sieben? Halb sieben vom Flughafen? Ja. Dann sind alle Pressetermine? Ja. Zur Botschaft, dann hatte ich ein bisschen Pause und dann habe ich es wieder abgeholt. Hat Spaß gemacht? Ja. Wer hat denn was gespielt hier? Erzähl doch mal. Ingo Zamperoni zum Beispiel gerade. Feeling the Burn at FU Berlin. Volles Haus. Es wurde auch schon ganz viel über unseren Hashtag Pressraum getweetet. Our job is to bring people around the world closer together and not create fights when they're not necessary. So thank you all very much for being here. Look forward to returning. Thank you. We are happy. We made it and we are really happy. Wenn er den falschen Ausgang genommen hat? Nee, er wollte den Ausgang nehmen, er wusste darum, er wollte das Bad in der Menge nehmen. Er wurde darauf hingewiesen und er meinte, er wollte es. Ja.